Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verjährung. Ich habe mal ein bisschen übertrieben mit Theba. Er hat jetzt seinen Falkenbogen upgraded bekommen, hat jetzt plus 10% mehr Schaden durch starke Angriffe und ist Level 60. Also bin ich mal gespannt, wie er hier so abliefern wird, nachdem er im letzten Part so verkackt hat. Ja, dann los. Also, ich erwarte einiges mehr jetzt von ihm. Halte ZR gedrückt, um deinen Angriff aufzuladen und lass los, um den Pfeil zu verschießen. Okay. Werde ich auch gleich mal ausprobieren. Bei Link ist das ja einfach nur mit dem Pfeil und Bogen schießen. Da schießt er ein paar Salven direkt ab. Ein paar Pfeilsalven. Aber er hat hier anscheinend einen Einzelschuss, der besonders effektiv ist, oder wie? Ja, gut. Ja, ist jetzt nicht so krass, aber gegen einzelne Gegner auf jeden Fall ganz okay, würde ich sagen. Ja, das war jetzt aber ganz geil mit dem, mit der Mehrfachattacke. Und hier mit diesem, mit diesem Alpha Strike ist das auch echt geil. Oh, das passt jetzt extrem gut, weil der eine hat Stasis, macht einen Stasis-Angriff und der andere, ja, den können wir halt echt gut angreifen, weil er gerade dumm war und seinen Schwachpunkt zeigt. Und jetzt frieren wir ihn wieder ein. Die lernen anscheinend auch nicht dazu. Naja, was soll's. Zack. Und ich merke direkt, er geht viel mehr ab. Ja. Wirklich nicht schlecht. Jetzt machst du zumindest mal vernünftig Damage. Nicht so wie beim letzten Mal, wo man durch jeden Quatsch einfach down gegangen ist. So, jetzt reicht's aber hier. Das hasse ich an solchen Missionen, dass jedes Müllvieh einfach weggemacht werden muss. Das ist so nervig. So, fertig jetzt hier. Können wir jetzt weiter? Gut. Das ist ein Scheißdreck. Okay, und wir haben wieder den Feuerstab. Den wir auch direkt benutzen werden. Und wir gehen drauf. Also, wir gehen nicht drauf, aber wir gehen auf den Glaziok drauf. Zumindest hoffe ich, dass wir nicht drauf gehen. Da habe ich nämlich nicht nochmal Bock drauf. Puh, aber wir wissen schon, zum Schluss wird ein Leune kommen. Gegen den es logischerweise nicht so einfach zu kämpfen ist. Komm, ey. Komm schon. Kommen wir hier vielleicht mit den... Nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Man muss aber durchziehen. Man muss durchziehen, wenn man einmal das Modul betätigt hat. So ein Scheiß. Ich
denke, ich werde sogar meine letzten Module behalten, meine letzten Fire Charges behalten. Weil wir wissen ja, der Leune ist, zumindest glaube ich, dass der Leune ein Eisleune ist, ein blauer Leune. Deswegen können wir, ja, geht doch, können wir den Stab auch dafür dann hinterher benutzen. Nice, einen Balken abgezogen. Ich will halt nicht auf ihn drauf, weil wir dann vereist werden. Da habe ich keinen Bock drauf. Komm, mach. Ach, als ob du das einfach nur respawnst. Ja, schöner Hit, aber das reicht nicht. Und er kriegt wieder seine Arme. Und wir werden wieder getroffen. Ist das eine Scheiße. Komm schon. Mach ihn doch weg jetzt. Komm. Oh. Du kannst aber auch nichts, Mann. Was soll das? So. Jetzt können wir ihn aber wieder einen Schmetterangriff reinhauen. Und jetzt sollte er down sein. Ja, so ist es. Da ist er down. Die machen wir so weg. Wunderbar. Okay, gut. Wir sind down. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, dass die das überlebt hätten. Aber nein. Komm. Stasis. Stasis. Danke. Schöner Damage. Schöner Damage. Alles klar. Da ist er direkt down. Noob. Ah. Den weichen wir aus. Machen hier wieder die Assis mit der Spezialattacke weg. Benutzen dann wieder Stasis. Und kloppen richtig rein. Oh mein Gott. Beide instant down, oder? Ja, Mann. Schön gemacht. Oder? Sind noch instant down. Ah, okay. Die da drüben leben noch. Wenn das jetzt unnötig war, dann noch von den treffen zu lassen. Okay. Nice. Dann können wir weiter. Die machen wir auch so weg. Gut. Schön, dass ich mich nicht von denen treffen lassen habe. Würde ich sagen. Und gut, dass ich mich wirklich nicht treffen lassen habe. Aber da sind schon wieder welche. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass hier so viele Drecksviecher waren. Haut ab. So. Und jetzt gegen den Leunen. Ein Eisleune tatsächlich. Und er kriegt instant die Bombe reingedrückt. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich war wieder getroffen worden. Deswegen habe ich mir jetzt mal gegönnt, die Spezialattacke zu benutzen. Und da ist der erste Schmetterangriff raus. Schön.
schönes Ding. Nein. Oh nein, 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 nein. Eis, 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 komm. Schön. Und ich denke, wir benutzen tatsächlich jetzt mal den Feuerstab. Was ihm seine ganzen Balken abzieht. Wunderschön. Und wir haben tatsächlich noch Äpfel. Wir haben tatsächlich noch Äpfel. Und er benutzt wieder dieses komische Bombendingen. Nein, 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 komm, hör auf. Hör auf, hör auf. Okay. Kryo-Angriff. Er macht jetzt irgendeinen Quatsch, das sehe ich schon. Deswegen nehme ich den. Und ziehe ihm wieder seine ganzen Balken ab. Wunderbar. Und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Weil wir können jetzt einen Spezialangriff zünden. Dann das Stasis-Modul benutzen. Ja, okay, dann machen wir's. Dann machen wir halt direkt den Feuerangriff. Auch egal. Entschuldigung. Und das war's, mein Freund. Bam! Gut. Job, Theba. Das war eine kranke Mission. Hm, 4% Schadensreduzierung, okay. Plus 7% Schaden ab 30% oder weniger Herzen. Na gut, nehmen wir mit, aber brauchen werde ich das wahrscheinlich nicht. Skip. Und wir kriegen eine neue Mission. Was ist das? Ein Test von Links Stärke. Hauptgegner. So ziemlich alle Soras. Und die Orni. Okay. Na, mal los. Da bin ich mal gespannt, was die so zu bieten haben. Ja, kennen wir ja alles, ne? Also, Angriffe aus der Luft, das hätten wir früher gebraucht, weil ich glaube, ich habe das am Anfang nicht geblickt. Und dieses mit perfekter Block, das kenne ich halt aus dem Hauptgame, also alles easy. Ein Test von Linksstärke. Let's go. Und der haut rein. Boah, ey, komm schon. Warum stelle ich mich denn jetzt so dumm an? Ich stelle mich so scheiße an. Jetzt hör auf. Hör auf. Es reicht so langsam. Eigentlich sollte das hier übelst easy werden. Und ich will jetzt hier nicht verkacken. Das wäre übelst peinlich. In 25 Level über dem empfohlenen.
Also lass mal ein bisschen kaputt kloppen, die Leute. So, Mifa. Sorry, aber... hast du mich nicht dafür, was ich jetzt dir antun werde? Und dann ist alles gut. Hör auf. Wir steigen wieder in die Luft und werden irgendwie zurückgedrängt. Okay. War so klar. War auch klar, dass sie jetzt schon wieder Stasis benutzt. Ich warte jetzt, bis sie diesen Stasis-Scheiß benutzt. Zack. Bam, Alter. Und Schmetterangriff. Weg mit dir. Ja, gut, den Text kenne ich schon. Hätten sie auch was Neues schreiben können. Ich meine, so schwer ist das nicht. Es ist ja nicht... die müssen das ja nicht vertonen. So, bei den Voice Lines verstehe ich noch, okay. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Das ist schwierig, wenn man irgendwie so kleine Dinger hat. Wenn das so mitten im Spiel irgendwie oder nach der Fertigstellung des Spiels noch irgendwie kommt. Also einen auf einmal einfällt, okay, da wäre vielleicht noch die und die Voiceline ganz geil. Da verstehe ich, wenn man sich dann dagegen entscheidet, das nochmal neu aufzunehmen. Und dann einfach eine alte Voiceline nimmt, die vielleicht ebenso gut passt. Aber Text wiederverwerten? Ernsthaft? Man kann auch jetzt nicht sagen, irgendwie von wegen, ja, das mussten die aufgrund von Speichergründen machen oder so, so wie es früher war. Da gab es ja immer mal wieder, dass bestimmte Texturen wiederverwendet wurden, nur halt mit einer anderen Farbe. Zum Beispiel die Busch- und Wolkentextur aus Super Mario Bros. Ist genau dieselbe, nur mit einer anderen Farbe. Sollte mittlerweile jeder wissen, aber für die, die es noch nicht wissen, ein nice to know auf jeden Fall. Ein nice to know, ja, genau. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber mir ist nicht eingefallen, was ich danach sagen könnte. Also, ja, für die, die es nicht wissen, nice to know. Aber wir sind jetzt schon lange aus der Zeit raus, wo man sagen könnte... und jetzt bringen wir es zu Ende. Jawohl. Wir sind schon längst aus der Zeit raus, wo man sagen könnte, das ist noch nötig. Also ist das sehr arm. Oh, wie groß er ist. So. Und die Hälfte der Balken direkt abgezogen. Ja, komm. Wenn die gerade beide auf einen Punkt stehen, dann kann ich auch mal das Ding raushauen. Und vor allem auch Stasis. Und das hat denen den Critical Hit gegeben. Ich musste noch nicht mal meinen zweiten Spezialangriff benutzen. Nice. Und das gibt 800 Rubine. Und einen Arsch voll Items. Die wollen wir nicht brauchen. Die Waffen brauchen wir nicht.
Isolierrüstung, wertvolle Rüstung aus einem antiken Material namens Gummi. Alles klar. Da würde ich auch gerne direkt schauen, wie das Ding so aussieht, weil das sah jetzt in der Vorschau gar nicht mal so verkehrt aus. Also können wir uns das eigentlich direkt nehmen. So. Wo ist er? Da. Stopp, stopp, stopp. Da unten. Hier. Ja, sick. Wie sieht das gefärbt aus? Bestimmt noch geiler, wenn man es komplett schwarz färbt. Isolierrüstung. Ja, doch, dann ist das Braune weg, ne? Oder? Ja gut, so passt es vielleicht besser zur Hose. Aber ich finde Schwarz trotzdem geiler. So, kostet nur 80 Rubine. Dann machen wir das. Und wir gehen weiter. Zur nächsten Prüfung. Eröffnen. Oh Mann. Eröffnung des Tanzfestivals. Los geht's. So. Als man hier gerade mich rumlaufen hat. Ich musste mal kurz ein Touchscreen ausmachen an einem anderen Bildschirm. Da der Touchscreen mit Infrarotkameras funktioniert, weil das so ein Desktop-Touch-Dingen ist. Also ein normaler PC-Bildschirm halt. Weswegen dort auch einfach Fliegen drauf landen können. Was ich glaube gerade passiert ist, weil hier sich das Aufnahmefenster, also das Fenster von der Capture Card, von der Software der Capture Card, so ein bisschen verschoben hat. Und ehe sich eine Fliege denkt, ja, lass dem mal seine Aufnahme versauen, indem wir die jetzt beenden oder löschen oder was auch immer, hab ich das Ding einfach mal kurz ausgemacht. So. Was ist das hier eigentlich? Was genau machen wir hier? Zack. Und Schmetterangriff. Tschüss. Besiege die Tänzer, okay. Was zum Teufel? Ah, du Drecksau. Tschüss. Goron-Hauptmann. Und tschüss. Ich bin Obosa, Königin der Gerudo. Ja. Und, ich bin Link. Der Auserwählte. Moin. Wie geht's? Schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Bis dann. Geht hier jetzt mal das Tor auf, oder? Was ist hier los? Der letzte Gegner bin ich. Ach, fuck jetzt nicht ab. Und zack. Nee, du kannst du deine hässlichen Ballons sonst wohin schieben. Du bist jetzt down.
verloren. Das macht dich zum Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Link gewinnt den Tanzwettbewerb. Ah ja, okay. Tanzwettbewerb. Ja, alles klar. Schaden durch starke Angriffe, bla bla bla. Erhöhter Verkaufswert ist ganz cool. Materialien im Gras, okay. Ach, gibt ja echt für jeden Scheiß einen Bonus. Einen Finderbonus. Einen Finderlohn. Für antike Materialien, für schlachtfeldabhängige Materialien, für Materialien im Gras. Und für Monsterteile, genau. Es ist fast nicht eingefallen, obwohl ich gerade noch dran gedacht habe. Ja. Wir haben jetzt eine neue Quest hier. Haben wir die fertig? Ja, wir haben die direkt fertig. Und das gibt uns... Plus 3 Stauraum im Waffeninventar. Aber auch mal überfällig, wie ich finde. Und wir kriegen eine Menge Krempel. Hm? Ach, halt's Maul. Ich habe keine Kohle mehr. Wie soll ich dir denn upgraden, die Leute? Nee, geht jetzt nicht. Sorry. Haben wir noch hier irgendwas... Nö. Aber wir können uns schon mal anschauen, was das hier so ist. Das ist mit Link. Das ist mit Yunobo. Gut, da müssen wir ihn vielleicht auch noch upgraden. Mal schauen. Das ist auch mit Link. Ebenfalls mit Link. Das ist mit Riju. Und das ist auch mit Link. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Ich denke, wir werden im nächsten Part dann die Spezialdinger machen. Also hier Yunobos Mutprobe. Und das halt mit Riju. Und danach werden wir dann die ganzen Missionen mit Link absolvieren. Ja, hier. Das Dingen mit Sidon machen war dann auch da. Wenn ihr Bock drauf habt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Abonnieren und liken natürlich nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.